Willkommen, Freunde, zu einer neuen News-Ausgabe. Heute geht es unter anderem um die E3 2016. Ich habe alle Termine aller Pressekonferenzen. Es geht um Watch Dogs 2, alle Informationen und noch weitere News. Das alles innerhalb der News nach dem Intro. Also dranbleiben. Am Mittwoch ist Watch Dogs 2 endlich offiziell seitens Ubisoft angekündigt worden und es gibt erste Informationen, die hier exklusiv auf meinem Zettel stehen. Allerdings habe ich diese News zu spät aufgenommen, deswegen sind diese Informationen natürlich nicht mehr exklusiv. Hört einfach gar nicht auf mich. Watch Dogs 2 wird nicht wie der Vorgänger in Chicago, sondern in San Francisco spielen und man wird die ganzen Wahrzeichen erkunden können. Also alle Leute, die sich vielleicht keinen Urlaub nach San Francisco leisten können, die können sich dann einfach Watch Dogs 2 kaufen. Unter anderem wird es zum Beispiel die Golden Gate Bridge geben. Das könnte sehr cool werden, da einfach mal so eine kleine Erkundungstour zu machen. Ich glaube, ich werde dann auch wirklich so ein paar Let's Show Folgen machen. Ubisoft verspricht eine deutlich lebendigere Welt als beim Vorgänger und zufällige Aktionen, die wirklich zufällig generiert werden. Zum Beispiel, dass ein Jogger einfach mal von einem Hund gejagt wird und wir dann einfach so hinterher gucken und denken, oh, also so wie bei GTA, dass immer irgendetwas passiert. Die Spielwelt wird 2 bis 2,5 mal größer sein als beim Vorgänger und außerdem soll man die Spielwelt komplett frei erkunden können. Also das Open-World-Feeling soll wirklich noch größer sein. Fahrzeuge gibt es wieder, Boote gibt es wieder, allerdings, genau wie im Vorgänger, keine Flugzeuge und auch keine Helikopter. Das verstehe ich nicht. Das Open-World-Feeling wird noch größer, noch stärker ausgeprägt sein. Aber warum gibt es keine Flugzeuge, keine Helikopter? Ich finde, das ist mega wichtig für so einen Titel. Gerade bei GTA macht das einfach viel Spaß. Kann ich nicht verstehen. Es wird außerdem einen neuen Helden geben, einen neuen Protagonisten, einen neuen Hacker. Neben, beziehungsweise Aiden Pierce ist jetzt in Rente geschickt worden. Und jetzt gibt es Marcus Holloway. Der gehört der Hackergruppe DedSec an. Und der ist jünger, der ist beweglicher und die Moves, die sind natürlich dann einfach flüssiger. Er wird als besondere Waffe einen Ball an einer Schnur haben. Jetzt denkt ihr, ey, was ist das denn für eine seltsame Waffe? Ja, damit kann man wohl schnelle und effektive Angriffe ausführen. Und der Entwickler ist auf diese Waffe aufmerksam geworden, als er durchs Internet gesurft ist. Keine Ahnung, wie man darauf kommt. Dann kurz zum Multiplayer und zum Koop. Es wird keine Always-On-Pflicht geben. Das heißt, ihr benötigt keine permanente Internetverbindung für Watch Dogs 2. Und die Mehrspieler-Optionen können laut der Entwickler komplett deaktiviert werden. Wenn ihr zum Beispiel dann gerade durch den Singleplayer-Modus lauft, dann kann zum Beispiel ein Freund euch joinen und ihr könnt dann quasi eine Multiplayer-Session ins Leben rufen. Ihr könnt aber natürlich auch komplett alleine spielen, ohne Unterbrechung. Das heißt, ihr könnt das alles auch abstellen. Das hört sich alles ganz cool an. Dann gibt es natürlich bestimmte Events, die im Singleplayer passieren können, aber auch nur dann, wenn ihr dann über eine Internetverbindung verfügt. Also hört sich alles wirklich ganz interessant an. Weitere Informationen gibt es natürlich dann auf der Pressekonferenz von Ubisoft. Wann diese ganzen Pressekonferenzen im Rahmen der E3 2016 stattfinden, das werde ich euch am Ende dieser News verraten. Jetzt gehen wir erstmal zur nächsten News. Das waren auf jeden Fall sehr viele Informationen zu Watch Dogs 2. Während hier gerade im Hintergrund gebohrt wird, sprechen wir über die dritte Staffel zu The Walking Dead. In der letzten News habe ich das ja schon mal angesprochen. Und zwar im Rahmen der E3 soll es ja dann neue Informationen geben. Jetzt ist man da noch ein bisschen konkreter geworden. Und zwar am kommenden Montag, den 13. Juni um 0 Uhr deutscher Zeit, soll offiziell innerhalb eines Livestreams von den Kollegen von IGN enthüllt werden. Wahrscheinlich wann der Titel genau erscheint im Herbst und neue Informationen dazu. Denn die einzigen Informationen, die man bisher hat, ist, dass die dritte Staffel im Herbst erscheint und dass Clementine eine wichtige Rolle spielen wird. Ob man sie wirklich steuern kann, wird, ob sie dann die Protagonistin ist und wie es überhaupt aussieht mit den Entscheidungen und so weiter und so fort, das wird man dann wahrscheinlich erst am Montag erfahren. Ich bin auf jeden Fall mal mega gespannt. Natürlich wird auch Bethesda im Rahmen der E3 2016 eine Pressekonferenz haben und man spekuliert im Vorfeld natürlich immer, welche Spiele, welche Titel könnten gezeigt, enthüllt und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und Eurogamer hat jetzt im Vorfeld berichtet von diversen Spielen, die gezeigt werden könnten. Unter anderem könnte es sein, dass es ein Remake von The Elder Scrolls 5 Skyrim gibt. Und zwar nicht, wahrscheinlich nicht für den PC, aber für die beiden Konsolen Xbox One und PlayStation 4. Mit Mod-Unterstützung und wahrscheinlich einer überarbeiteten, besseren Grafik, die dann ungefähr so aussieht vielleicht wie auf dem PC. Ob es einen The Elder Scrolls 6 geben wird, also ob dieser Titel dann vielleicht im Rahmen dieser Ankündigung auch gezeigt wird oder präsentiert wird, könnte natürlich sein, glaube ich aber persönlich nicht.
ihr könnt es natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, dann wird man wohl viel auf Sequels setzen, zum Beispiel The Evil Within 2, Wolfenstein 2, das angeblich eingestellte Prey 2 könnte gezeigt werden und vorgestellt werden. Dann gibt es erstmalig Gameplay von Dishonored 2 und außerdem könnte es auch sein, dass der nächste DLC zu Fallout 4 innerhalb eines Trailers vorgestellt wird, während hier immer noch wunderschön gebohrt wird, aber wir lassen uns ja hier nicht aus der Ruhe bringen und wir gehen zur nächsten News zu Ubisoft und Rainbow Six Siege. Cheater in Multiplayer-Spielen sind einfach das Allerschlimmste, was es gibt. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man cheaten sollte, warum man sich einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Spielern irgendwie verschaffen sollte. Aber okay, gibt es immer wieder, so auch in Ubisoft Taktik-Shooter Rainbow Six Siege. Und Ubisoft hat jetzt innerhalb einer Pressemitteilung bekannt gegeben, hey, wir werden jetzt Maßnahmen gegen Cheater mit sofortiger Wirkung oder unsere Maßnahmen gegen Cheater mit sofortiger Wirkung drastisch verschärfen. Das heißt, wer den Client manipuliert oder sich irgendwie im Spiel durch Cheats oder Hacks einen unfairen Vorteil verschafft, der bekommt sofort einen permanenten Bann an den Kopf geworfen. Natürlich möchte Ubisoft verhindern, dass unschuldige Spieler dann gesperrt werden, denn in der Vergangenheit war es immer wieder der Fall, dass dann unschuldige Spieler irgendwie des Cheatens bezichtigt worden sind, was dann aber gar nicht der Fall war. Deswegen möchte man die Community um Mithilfe bitten, das heißt, dass die Community dann reportet und meldet, wenn Leute cheaten. Und Leute, die zu 100% wirklich überführt worden sind, die sollen dann auch direkt gebannt werden. Und genau so muss das sein, Leute. Wer cheatet, wird sofort gebannt. Jetzt kommt ungefähr der wichtigste Teil dieser News, und zwar die ganzen Pressekonferenzen, die ganzen Termine. Das wären sehr viele Zahlen, aber es könnte auch interessant sein. Ich werde halt sagen, wann die einzelnen Pressekonferenzen von den großen Publishern stattfinden und welche Spiele gezeigt werden könnten. Wir beginnen mit EA, also mit Electronic Arts. Am Sonntag, den 12. Juni, um 22 Uhr geht es dann da los. Das ist die EA Play Pressekonferenz, denn Electronic Arts hat ja eine eigene kleine E3 quasi. Und zwar findet diese in London und in Los Angeles statt. Und von diesen beiden Standorten wird dann auch der Livestream, von dort aus wird dann der Livestream stattfinden. Es wird einen Livestream zu Battlefield 1 geben. Da werden einige YouTuber, einige bekannte Leute, viele verschiedene Streamer, Twitch-Streamer dann erstes Gameplay zu sehen bekommen und wir natürlich auch innerhalb des Livestreams und diverse Titel werden dann innerhalb der Pressekonferenz enthüllt und gezeigt und es gibt neue Infos, zum Beispiel zu FIFA 17, zu Titanfall 2, natürlich zu Battlefield 1, zu NFL 17, zu NHL 17 und dann geht es am Montag um 4 Uhr wieder weiter mit der Bethesda Pressekonferenz, da habe ich ja eben schon drüber gesprochen, über ein The Elder Scrolls 5 für die Konsolen, ein The Elder Scrolls 6 vielleicht, Prey 2 könnte gezeigt werden und so weiter und so fort. Dann am selben Tag um 18.30 Uhr ist die Microsoft Pressekonferenz, da könnte es dann neues oder erstes Material zu Gears of War 4 geben, zu Halo Wars 2. Dann um 21 Uhr gibt es die PC Gaming Show und Ubisofts Pressekonferenz ist dann um 22 Uhr, also dieser Montag ist wirklich richtig krass gefüllt. Da gibt es dann Neues zu For Honor, zu Ghost Recon Wildlands, zu Watch Dogs 2 natürlich, habe ich eben drüber gesprochen. Dann geht es am Dienstag um 3 Uhr weiter mit Sonys Pressekonferenz. Die wird wahrscheinlich ganz im Zeichen von dieser VR-Brille, von der PlayStation VR stehen. Es gibt wahrscheinlich Neues zu Robinson The Journey, zu Until Dawn, Rush of Blood, zu Gran Turismo Sport und so weiter und so fort. Und dann ganz am Ende, am Dienstag um 18 Uhr, gibt es keine richtige Pressekonferenz, allerdings wahrscheinlich verschiedene Streams, Entwickler-Streams vom Messestand von Nintendo. Neue Informationen zu der neuen NX-Konsole wird es wahrscheinlich nicht geben, beziehungsweise wird es nicht geben, aber es wird wohl Neues zu dem neuen Zelda-Ableger geben. Weitere Titel hat Nintendo wohl nicht im Gepäck, aber alleine Zelda ist wahrscheinlich für Nintendo-Fans schon Grund genug, sich das mal anzugucken. Alle Informationen gibt es natürlich dann auch auf playnation.de. Wir werden alle Pressekonferenzen verfolgen und einen Live-Ticker machen, News schreiben, Artikel, Videos, alles mögliche. Also da gerne mal vorbeigucken und dann gehen wir jetzt zur Abmoderation. Das waren alle Informationen zur E3 2016 und natürlich auch zu Watch Dogs 2. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu so meint und natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wer mich noch nicht abonniert hat, der kann mich gerne abonnieren und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten News-Ausgabe. Bis dann!